Willkommen bei der Foodshow und willkommen Tweets the Peanut Company oder Tweets oder Treats the Peanut Company. Man darf es aussprechen, wie man möchte, denn ich habe das mal erfahren auf der ISM. Ich habe mit den Herren da mal gesprochen in Köln und die sagen, beide Sprachweisen sind okay. Gibt keine, die jetzt vorgeschrieben ist. Und jetzt gibt es das neueste Produkt, die Peanut Butter Caramel Bites. Also Treats oder Tweets ist eins meiner ersten Videos gewesen. Das könnt ihr sogar unter den besten Videos, glaube ich, sogar sehen. Da hatte ich nur mal die Produkte gezeigt. Da habt ihr mich noch nicht mal selber gesehen. Diese Version habe ich jetzt gerade bei Real gefunden. Die ist jetzt da schon verfügbar. Die kommt jetzt auf den Markt. Oder ist jetzt auf dem Markt. Ich bekomme sogar noch mal Post von Treats oder Treats. Die werden mir auch noch mal welche zuschicken, die ich an euch eventuell verlosen möchte. Das überlege ich mir noch. Kommt ein bisschen auf euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ja. Was erwartet euch hier? Es ist Erdnusskaramellpralinen, umhüllt von 40% Milchschokolade. Und kalorienmäßig liegt er hier auf 100 Gramm bei 531. Diese guten Dinger sind mit Fairtrade-Schokolade. Und die schauen wir uns gleich einmal in der Nahaufnahme an und dann probieren wir sie zusammen. Ich kann euch aber hier schon mal einen kleinen Hinweis geben. Es wird noch was Neues von der Firma geben. Also da kommt jetzt im April oder eventuell noch einen kleinen Ticken später kommt noch was auf euch zu. Und das ist auch schon bekannt. Es ist der Aufstrich. Es wird Aufstriche von dieser Firma geben. Und die habe ich auch schon probiert und die sind mega. Aber die kriege ich auch noch zum Probieren. Die zeige ich euch das in einem anderen Video. Jetzt geht es erstmal weiter um diese. Wir schauen jetzt einmal rein, wie sie schmecken oder wie sie aussehen. Und danach verkosten wir sie zusammen. Also, bis gleich. Jetzt geht es nochmal in die Nahaufnahme für die Peanut Butter Caramel Bites. Da seht ihr auf jeden Fall schon mal, was das genau ist. Erdnusskaramellpralinen umhüllt von Fischschokolade. Und hier ist nochmal die Nährwerttabelle. Und da sind sie. Auch wieder durch die Reibung ein bisschen, also nicht angelaufen, es ist einfach durch die Reibung passiert, die in den Tüten ist. Ich schneide jetzt mal eins an. Diese müssten auch relativ gut schneidbar sein, genau, weil ist ja kein Keks drin. Das ist ja mal ganz wichtig. Und da seht ihr jetzt das Innere, da seht ihr diese schöne Creme unten, die Erdnussbutter, Schokolade. Echt ganz schön und wirklich schön weich. Das ist also nicht zu weich, aber eine schöne Weichigkeit. Das ist auch ein schönes Wort für mich. Aber da seht ihr das auch nochmal. Und jetzt geht's ans Probieren. Oh, hier sieht man jetzt gerade auch schön die Erdnussstückchen. Aber wir probieren jetzt zusammen. Und da sind wir wieder. Also, jetzt habt ihr sie gesehen, die guten Erdnussbutterpralinen. Sie sind, muss man schon mal sagen, nicht hart. Also es ist kein harter Keks oder so drin. Da war ich nämlich verwundert, als ich die das erste Mal auf der Messe auf der ISM in Köln dieses Jahr probiert habe. Da sind diese kleinen Pralinen, die kann man so wunderbar in den Mund snacken. Und ich dachte erst im ersten Moment, wo ist denn der Keks? Also da wird ja ein Keks sein, aber ist gar keiner vorhanden. Und das hat man ja gerade gesehen, als wir sie aufgeschnitten haben, wie die von innen aussehen, mit so kleinen Erdnussbutterstückchen. Und es riechen einfach immer mega. Also diese Treats oder Treats-Sachen finde ich einfach vom Geschmack immer top. Jetzt bin ich wieder gespannt. Ich kenne ja den Geschmack noch schon, aber mal gucken, ob er mich genauso noch überzeugt wie letztes Mal. Hat so einen richtig schönen Erdnussbutter gesagt. Richtig schön leicht salzig. Es cruncht ein bisschen im Mund. Das ist echt super, wenn da so diese leichte Crunch einfach da ist. Es ist cremig. Eigentlich genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich habe sehr darauf gewartet, als ich sie Anfang Februar probieren konnte, wann sie endlich in den Handel kommen. Und das ist für mich wirklich eins dieser tollen neuen Innovationen, muss ich wirklich sagen. Also wirklich eine leckere Erdnussbutter-Variante, die es so, glaube ich, in der Formel gar nicht gibt. Da muss man echt aufpassen, die Tüte sich nicht wegzuhauen. Die Tüte hat 135 Gramm. Und wie gesagt, 100 Gramm haben 531. Also wenn man sich die weghaut, als Mann, da ist mal ein Viertel des Tagesbedarfs weg. Oder ein bisschen mehr sogar. Aber die sind echt lecker. Kann ich euch ins Herz legen, wie gesagt, bekommt ihr ab sofort bei Real. Wird es, denke ich mal, auch bei Rewe und Co. geben. Also alle, die Tweets oder Treats auch im Sortiment haben, werden die mit dem Sortiment, denke ich, aufnehmen. Wenn nicht, fragt mal nach. Verfügbar sind sie auf jeden Fall ab sofort. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Auf Instagram, wie gesagt, werden jetzt nochmal neue Bilder hochgeladen dafür. Da könnt ihr auch gerne kommentieren. Und ich sage jetzt wirklich danke fürs Zuschauen. Lasst den Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare. Auch wie ihr die Marke an sich findet. Das freut mich auch, wenn ihr darüber ein bisschen was schreibt. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und haltet die Augen offen wegen dem Gewinnspiel. Auf Instagram werdet ihr, glaube ich, da eher informiert als ihr. Also, bis bald. Ciao.